Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 39. Folge der EFA, eine für alle, alle für eine. Wir sprechen hier über die Himmelskönigin, wir sprechen hier über dieses Idol, diese Götze, vor der Gott bereits in dem Buch Jeremia im Alten Testament gewarnt hat, und zwar einmal in Kapitel 7 und viermal in Kapitel 44. Dass damals schon die Israeliten abgefallen sind und die Himmelskönigin angebetet haben. Wir sprechen dann von den Israeliten im Alten Testament, und genauso müssen die Israeliten im Neuen Testament gewarnt werden, denn das heutige Israel ist ein geistliches Israel. Dieses geistliche Israel steht klar zur Errettung, wenn es nicht genauso abtrünnig wird wie das fleischliche Israel im Alten Testament. Von daher müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir Gott treu bleiben. Und wenn wir Gott treu bleiben, dann lesen wir unsere Bibel und studieren unsere Bibel und messen alles in dieser Welt an der Bibel und ganz sicher irgendwelche Erscheinungen, die heutzutage auch noch mit sehr viel, sage ich jetzt mal, neuen Technologien unterstützt werden. Ja, wer weiß, was uns da alles noch erwartet von Blue Beam und was weiß ich nicht noch für Technologien, die ich selbst alles nicht kenne, was da alles noch kommt. Wir müssen eben treu sein an der Bibel. Und wenn es da nicht geschrieben steht, dann müssen wir uns davon weg und fernhalten. Und deswegen diese Warnung vor der Himmelskönigin, eine für alle, alle für eine, mit der Rom die ganzen Religionen auf dieser Welt vereinen will. Maximilian ist immer noch unglaublich beschäftigt, das Buch zu übersetzen. Wir sind heute im der zweiten Lesung des siebten Kapitels, und ich möchte ganz herzlich Bruder Michael aus Deutschland begrüßen zur Sendung heute, der uns hier begleitet, neben Bruder Max, der auch gleich noch dazu kommen wird. Hallo Michael, herzlich willkommen zur Sendung heute. Ja, hallo Anwesende und hallo draußen Anwesende. Heute Abend ist wieder Kuckuckutag, der Tag für die Religion, für die Frauen auf dieser Welt, für die absolute Umkehrung allem, was früher mal so galt. Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir heute wieder für verdrehten Quark heute präsentiert bekommen. Und da ich bei Quark gerade an den Erdbeerquark denke, der vor mir steht und jetzt gerade wieder Hunger kriege und dringend abnehmen muss, muss ich mal eben unseren medizinischen Beirat fragen, wie ich das denn am besten mache. Hallo Max. Hi Michael, hallo Jörg, ich freue mich, mit euch verbunden zu sein und freue mich auch auf die Lesung wieder mal und habe gar nicht so viel zur Einleitung, außer dass ich uns eine fruchtbare Lesung wünsche und vielleicht hier und da eine Erkenntnis oder etwas Neues zum Thema. Ja, in der Vorbereitung des Buches hier, Alle für eine für alle, wo ihr hier das Bild eingeblendet seht, ist mir aufgefallen, dass dieses ein sehr schwieriges Kapitel wird, um es mal mit Vorsicht zu sagen, weil die Autoren unglaublich viele Dinge schreiben, die nicht biblisch sind. Und da muss man eben auch, wenn man so ein Buch liest, auch viele Dinge verwerfen. Ich habe es immer mit diesen englischen Termen gesagt, eat the meat and spit out the bones, aber in der Bibel steht es in Deutsch geschrieben, dass man das Gute behalten und das Schlechte verwerfen soll. Und so müssen wir das auch mit solchen Buchlesungen hier machen. Und bevor wir jetzt mit der Buchlesung selbst anfangen, habe ich hier einen kleinen Kommentar geschrieben bei dem Unterkapitel Eine Frau präsentiert Rom, weil das Kapitel, das wir lesen, heißt Königin der Offenbarung. Unterkapitel Eine Frau repräsentiert Rom, da fangen wir gleich mit an. Wir haben da auch schon drin gelesen, der erste Teil ist Wiederholung. Aber bevor wir da reingehen, habe ich hier noch einen kleinen Kommentar geschrieben. Ich lese euch mal einen Kommentar vor, den jemand geschrieben hatte auf Eva, also der Folge Nummer 27. Also sind ja heute, machen wir jetzt hiermit die Folge 39, aber im Augenblick sind, glaube ich, 27 oder 28 Folgen erst veröffentlicht. Ja? Der Kommentar wurde dann auch von dem Verfasser gelöscht, aber YouTube macht das ja so, wenn du einen Kommentar schreibst, dann schickt es dir eine E-Mail. Ich habe die E-Mail mit dem Inhalt des Kommentars bekommen und als ich auf die Webseite ging, um den Kommentar dort anzuschauen, war er bereits gelöscht. Aber ich hatte die E-Mail ja noch, deswegen kann ich den Text hier eben mal kurz mit euch teilen. Und ja, da wird uns allen dreien jetzt eben mal kurz ein Licht aufgehen, weil der Kanal nennt sich auch Angel Heart, wie hier ganz unten steht. Und der hat ja in der letzten Sendung auch noch einiges an antichristlichen Kommentaren losgelassen. Gestern in der Premiere, ne? Gestern in der Premiere, ja, noch einiges an Kommentaren losgelassen. Ne? Also, wir werden das mal eben lesen und dann gebe ich auch noch eine kleine Erklärung dabei. Also, der Kommentar wurde, wie gesagt, vom Verfasser gelöscht. Und zur Einstimmung auf die Lesung heute, um aufzuzeigen, wie betrogen manche Menschen doch sind, wie ihnen der Teufel die Ohren und die Augen verschließt, lese ich heute den Kommentar vor. Zitat. Lilith ist die Täuschung Marias, die auf dem Halbmond sitzt,
die dunkle Göttin, die viele Namen hat, nicht vergleichbar mit der wahren Himmelskönigin Maria, Mutter Gottes. Damit verehrt die Kirche Mondgöttin Lilith, die die Frau Satans nämlich ist, und die beiden den Thron des Himmels besetzen wollen. Mir erklärt sich auch jetzt die vielen Channelings der angeblichen Mutter Maria, die eine Täuschung ist, weil in Wahrheit Lilith dahinter steckt. Sie ist übrigens die Schlange aus dem Paradies und Satan der Drache. Daraus entstand Luzifer. Diese Information wird keiner wo finden, weil ich dieses Wissen in mir habe, und zwar von Gott selber und den Engeln. Ende Zitat. Ich denke, meine lieben Brüder Michael und Max, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen wollen, diesen Kommentar zu kommentieren oder auseinanderzunehmen, dann ist die Stunde schon um, bevor wir die Lesung gemacht haben. Deswegen werden wir uns dazu beschränken und zu sagen, dass es ganz schlimm ist, dass Leute so betrogen sind und dann auch meinen, dass sie Botschaften von Gott selber bekommen, die dann auch noch so falsch sind, nämlich unbiblisch. Und da geht ja im Grunde diese ganze Lesung drum, weil die Maria-Erscheinung gibt ja auch immer unbiblische Botschaften von sich. Ja, ja, ich hätte nur einen Kommentar dazu. Ja, aber bitte, bitte. Von welchem Gott bekommt er denn diese Information? Ja gut, wir wissen die Antwort, ne? Ja, wie gesagt, also ne, wenn ich jetzt sehe, was der da hier für einen, ich weiß, wo er es her hat, und das hat eben überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Das sind Bücher, die geschrieben werden im Gegensatz zur Bibel. Ja? Und das sind halt weltliche Bücher, und das, da wird alles Mögliche miteinander vermischt und verwoben, und das ist natürlich alles völliger Hanebücher, na Quatsch, den er hier erzählt. Aber da er sagt von Gott selber und den Engeln, dann frage ich mich natürlich, wofür noch, welchen Gott er meint, und vor allen Dingen, warum er denn von den Engeln die Informationen bekommt, wenn er mit Gott selber sprechen kann. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist ein interessanter Punkt, ja. Ich kann dir da auch keine schließende Antwort drauf geben, Michael. Ich kann nur sagen, dass solche Leute ganz schön verwirrt sind, und das merkt man auch in der Art, wie der Kommentar geschrieben ist. Ja, ja, das haben wir ja gestern Abend gemerkt, dass er halt Teil einer göttlichen Allianz ist. So hat er sich ja gestern ausgedrückt. Ja. Und von daher kann ich jetzt nur dazu sagen, also da tut es mir echt leid, aber manche Menschen haben halt einfach, sind halt einfach mit den Dingen völlig überfordert. Mhm. Das ist so, ja. Das mag, vielleicht ist der Mensch ziemlich jung, aber der ist mit dem, was er da halt macht, wenn er da schon von Channeling und alles da redet, mit dem, was er da macht, woran er dann glaubt und wie er die ganzen Sachen dann logisch verknüpft, ist er da sehr überfordert mit. Das heißt, er ist einfach... Klingt jetzt für mich so, als wenn er völlig überfordert ist mit den Informationen, die da auf ihn eingeprasselt sind. Und das ist halt ein sehr, sehr oft angewendeter Trick, dass wenn dann halt Dinge passieren, die dann halt so plötzlich und in einer so einer Wucht passieren, dass Menschen das halt mit den normalen Sinnen überhaupt nicht fassen können und dann halt völlig, also so eine Art von charismatischer Bewegung dann halt völlig ausflippen. Und so klingt das jetzt hier. Also ich kenne ihn ja nicht, man müsste sich mit ihm unterhalten, aber du wolltest nur einen Satz dazu haben, und der Satz ist: von welchem Gott? Es geht nicht darum, dass ich nur einen Satz dazu haben wollte. Ich würde sagen, wenn man diesen Kommentar jetzt beginnt zu analysieren, dann sitzen wir da sicher eine Stunde dran und können das alles widerlegen, aber da geht es gar nicht drum. Es muss uns genügen, festzustellen, dass wir es hier mit einer furchtbar betrogenen Seele haben und dann auch noch mit jemandem, der sich nicht zureden lassen will, weil einfach der Dämon, der ihn besessen hat, abwehrt. Ja? Das heißt, er wehrt die Wahrheit ab. Er entschließt sich dem, dass man ihm mit der Wahrheit kommen kann. Und das ist eigentlich das Traurige dabei. Es bleibt uns im Grunde nichts anderes übrig, als für solche Leute nur, um sie in unser Gebet einzuschließen und dafür zu hoffen, dass der Vater ihnen doch früher oder später die Augen öffnet zur Wahrheit, dass sie da vielleicht doch nochmal hinkommen, weil wir sind da machtlos. Wir können da gar nichts machen. Und wie gesagt, ich habe hier den YouTube-Link auch noch dieses Users drin, weil auf meiner E-Mail war das dran, da habe ich drauf geklickt. Auf meiner E-Mail stand dann als Absender Boris Reiner, aber als ich dann auf den Kanal selbst ging, stand Angel Heart, und da fiel mir eben ein, dass sogar gestern in der letzten Premiere von Eva da eben diese Person auch drauf geschrieben hat. Gut. Das war nicht Eva, das war SMA, aber ist jetzt auch egal. Achso, ja, stimmt, ja, es war SMA. Ja, gestern, ja. Aber wie gesagt, also schlimm, dass jemand so dermaßen, dass halt jemand die Schlüsse dann halt zieht, die halt aufgrund eigentlich von ein, zwei Büchern
und Mythologien da kommen und überhaupt durch überhaupt nichts zu beweisen sind. Auch, ne? Das sind halt alles dann auch wieder so Dinge. Nee, wirklich, also ich hätte da jetzt zig verschiedene Dinge, aber lass mal wirklich gut sein. Ein armer Kerl, der Herr Rainer, aber entweder erbarmt sich der Herr oder nicht. Wir können da auch wirklich nichts machen. Nein, uns sind da die Hände gebunden, wie man so schön sagt. Ja. Max, hast du da auch noch einen Kommentar zu? Oder? Nee, ich denke, das habt ihr schon ganz gut erläutert. Also, du hast schon recht, da könnte man sicherlich hier und da auch noch einiges zu sagen, aber im Großen und Ganzen liegt es halt beim Herrn, ob die Wahrheit dann auch irgendwo fruchtet oder nicht. Und ich finde, so ein Kommentar, so eine Person ist eigentlich ein gutes Beispiel für die Millionen Menschen, die von der römisch-katholischen Kirche auf dieselbe Art und Weise, der eine mehr, der andere weniger, aber doch auf dieselbe Art und Weise betrogen werden. Ne? Und wenn man dann auch noch meint, die Informationen von Gott selber und den Engeln zu bekommen, wie er hier schreibt, dann ist es ja umso schwieriger, solchen Leuten überhaupt noch beizukommen und zu sagen von, ja, hör mal, in der Bibel steht drin, dass du jeden Geist testen musst. Ne? Und zwar an der Bibel. Ich muss jeden Geist, der zu mir spricht, den muss ich an der Bibel messen. Und wenn seine Botschaft im Licht der Bibel standhält, dann ist es ein guter Geist. Und wenn seine Botschaft nicht standhält, dann muss ich sie verwerfen. Und das hat nur dieser Boris Rainier hier nicht getan, aber das tun auch so viele Millionen andere nicht. Und deswegen machen wir ja im Grunde diese Lesung. Wir haben ja gesagt, dass wir diese Lesung hauptsächlich deswegen machen, nicht weil wir Protestanten davor warnen wollen. Die meisten Protestanten kennen die Bibel doch zumindest einigermaßen und wissen, worum es geht und wissen, dass die Maria nicht die Heilige ist, für die die römisch-katholische Kirche sie ausgibt. Und dass diese Erscheinungen nicht göttlich sind und dass da keine biblischen Botschaften drin sind. Aber es sind ja vor allem die Katholiken, die wir dazu bewegen wollen, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und die Dinge selbst zu kontrollieren. Und dazu gehört eben auch dieser Boris Rainer. Und von daher möchte ich hier in dieser Sendung nochmal ganz herzlich mitgeben, ich glaube, ich spreche da für euch beide auch, dass wir für ihn beten werden, dass sich Gott sich seiner erbarmt und dass er aus seiner Illusion, die er sich hier macht, herauskommt und zum wahren Jesus Christus findet, zum Jeschua, Messias der Bibel. Ne? Und damit möchte ich es dann auch bei diesem Kommentar jetzt belassen. Also eine Frau repräsentiert Rom? Fragezeichen. Vertritt wirklich eine Frau die Kirche von Rom? So beginnen die Autoren das Unterkapitel des Kapitels Königin der Offenbarung hier auf Seite 4 von 13 im Kapitel 7. Ist die Maria der Erscheinung ein Vorbild für die katholische Kirche? Ist die Maria der Erscheinung die Gestalt und eschatologische Erfüllung der römisch-katholischen Kirche? Um diese Fragen zu beantworten, beziehen wir uns auf das Buch der Maria von Antichrist Johannes Paul II. oder auch Karl Wojtyla, unter denen wir viele Menschen kennen. Maria, so lautet das Zitat, ist ein Modell der Kirche. Dieselbe Analogie und dieselbe Wahrheit findet sich auch in der dogmatischen Konstitution, also Verfassung, der Kirche. Maria ist die Gestalt der Kirche. Denn im Mysterium der Kirche, die selbst zu Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, steht die heilige Jungfrau an erster Stelle als ein herausragendes und einzigartiges Beispiel für Jungfräulichkeit und Mutterschaft. Das Konzil betont, dass die Mutter Gottes bereits die eschatologische Endzeiterfüllung der Kirche ist. Zitat: In der allerheiligsten Jungfrau hat die Kirche bereits jene Vollkommenheit erreicht, in der sie ohne Flecken und Falten existiert. Vergleiche das mit dem biblischen Vers Epheser Kapitel 5, Vers 27. Denn hier, natürlich, legt der Antichrist Johannes Paul II. Die Bibel zu seinen Zwecken aus. Wir wissen ja, dass um sein Ziel zu erreichen, selbst der Teufel aus der Bibel zitiert. Siehe zum Beispiel Matthäus und Lukas Kapitel 4. Wo wir von der Verführung Jesu lesen, wo der Teufel die Schrift zitiert, um Jesus zu verführen. Nur aus der Schlachter 2000, eben das Kapitel, das hier steht, oder besser gesagt der Vers, der hier steht, Epheser, aus dem 5. Kapitel, Vers 27, Zitat:
damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Damit vergleicht der Antichrist jetzt die antichristliche römisch-katholische Kirche mit der wahren Ekklesia-Gemeinschaft Jesu Christi. Und gleichzeitig fährt er fort, sagt das Konzil, dass die Nachfolger Christi immer noch danach streben, in der Heiligkeit zu wachsen, indem sie die Sünde besiegen und so ihre Augen zu Maria erheben, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Vorbild für die Tugenden leuchtet. Ende Zitat. Nun, meine beiden Brüder, die ihr mich begleitet habt, ihr vielleicht ein wenig Kommentare zu dem, was wir hier gerade eben gelesen haben? Ich dachte, dass gerade der letzte Satz doch danach schreit, dass man da etwas zu sagt. Die Nachfolger Christi immer noch danach streben, in der Heiligkeit zu wachsen, indem sie die Sünde besiegen und so ihre Augen zu Maria erheben, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Vorbild für die Tugenden leuchtet. Also wenn man seine Augen zu irgendetwas erheben sollte, indem es die Sünde besiegt hat, oder besser gesagt, er die Sünde besiegt hat, dann ist es Jesus Christus und nicht irgendeine Götze und schon gar nicht die mit einem Namen der Maria. Finde ich nochmal ganz wichtig, dass wir da eben doch ein bisschen Nachdruck drauflegen. Ja? Aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich dazu sagen sollte oder welchen Vers ich jetzt dazu nennen sollte, den ich nicht in den letzten 30 Sendungen genannt habe. Also im Prinzip drehen wir uns da ja so ein bisschen im Kreis. Ne? Also Johannes 14,6 und Maria hat sich erledigt. Ne? Ja, okay. Aber das ist ja immer wieder mal interessant, um hervorzuheben, ne? Dass hier eben der Papst, wo er hier vorne Epheser Kapitel 5, Vers 27 die Bibel zitiert, im nächsten Satz bereits Dinge sagt, die total unbiblisch sind. Und genau das ist der Punkt, den ich machen will. Das ist genau der Punkt, der so gefährlich ist an der römisch-katholischen Kirche. Das Vermischen der Wahrheit mit der Lüge. Sie geben euch hier ein ehrliches Zitat aus der Bibel, Epheser 5, 27, über die Frau, über die Kirche. Und im nächsten Satz erzählen sie euch eine Lüge darüber. Und die meisten Leute glauben dann immer, weil davor die Wahrheit gesagt wurde, wer A sagt, muss auch B sagen. Das erste war Wahrheit, dann ist das, was danach kommt, auch Wahrheit. Und das ist eben nicht so. Da muss man wirklich sehen, das Gute vom Schlechten voneinander zu trennen. Aber wenn man in die römisch-katholische Kirche geht und man will das Gute vom Schlechten trennen, dann ist da 99% Schlechtes und 1% Gutes. Dann kann man da eigentlich besser rauskommen. Das heißt, dann kann man besser dem Ruf unseres Vaters folgen, der in Offenbarung 18, Kapitel 4 ganz deutlich sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Ja. Es ist, ja? Ja, ich habe da nichts mehr zu sagen im Endeffekt. Also ja, ich hatte gerade was, aber dann hast du weitergeredet und habe gedacht, lass mal. Aber Entschuldigung. Jetzt ist es futsch. Im Endeffekt ist es so, dass Maria halt der... für mich der Jesus für die Emanzipation der Frau ist, nach wie vor. Ja? Also der falsche Jesus, der aller Kirchen für das Zeitalter der Emanzipation, nach dem Motto, guck mal hier, nach so und so viel tausend Jahren Patriarchat haben wir jetzt auch mal was Eigenes. Ne? So, aller Jodelkurs. Aber im Prinzip dieses ganze Verdrehen und falsch erklären, wir haben ja ganz oft, dass Menschen absichtlich Verse im falschen Zusammenhang zitieren. Und nicht nur das, ich meine, das siehst du ja schon bei den Satzstellungen, wie die Sätze dann sind oder mit den ganzen verschiedenen Übersetzungen. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass vielen nicht bekannt ist, dass die Bibel das meistgefälschte Buch der Welt ist. Also ich glaube zumindest, dass sie das ist. Und demzufolge halt die Wahrheit so schwer zu finden ist, dass nur derjenige, der die Wahrheit wirklich liebt, zur Wahrheit kommt. Und damit ist halt die Sache erfüllt, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn wer die Wahrheit nicht liebt, kommt nicht zu Jesus Christus. Wer die Wahrheit liebt, der findet die ganzen Fehler. Wer die Wahrheit liebt, der kommt auf den richtigen Weg, in den schmalen Pfad. Und deswegen ist dieser Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der ist einfach so auf den Punkt, auf diesem Punkt, ja, kann halt einfach nur jemand kommen, der durch göttliche Eingebung eine Bibel schreiben darf, Bibel niederschreiben darf, so ein Vers niederschreiben darf. Wenn Jesus Christus die Wahrheit ist, entweder liebst du Jesus Christus, dann liebst du auch die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit nicht liebst, dann kannst du schon nicht Jesus Christus lieben und dann hat sich die Sache dann auch erledigt.
Der Satz ist von immenser Wichtigkeit. Da gebe ich dir absolut recht, ja. Damit steht und fällt im Grunde das ganze Glaubenssystem eines Christen. Darauf ist es aufgebaut. Ja, das erstmal dazu. Also das muss natürlich so sein, dass die Schlange ja sagt, also die Schlange als Verkleidung Satans, der auch in der Verkleidung eines Drachen agiert, um das mal klar zu sagen, der geht natürlich hin und zieht alles in Zweifel. Und deswegen hast du ja eben dann heutzutage diese ganzen gefälschten Sätze, Bibeln oder sinnentstellten Übersetzungen halt einfach. Also wenn jemand nicht Englisch kann, hat das auf jeden Fall in unserer Welt ja schlechter erwischt als jemand, der so wie wir dann an die Bibel rangeführt werden und gleichzeitig noch mehrere Fremdsprachen einigermaßen beherrschen. Und das ist schon eine Sache, die wir auch mal wertschätzen sollten. Also wobei ich ja noch immer der Meinung bin, eine Sache, die mir seit gestern Abend durch den Kopf geht, ist die, ob es nicht noch Menschen gibt, letzten Endes, die gar nicht so viel Fremdsprachen können, die gar nicht so viel von der Bibel verstehen und die dennoch ganz tolle Christen sind oder vielleicht oder wahrscheinlich noch viel bessere Christen als ich, weil die halt Christus leben jeden Tag, weil sie halt 24 Stunden am Tag neben ihrem kranken Kind pflegen, ein ganzes Leben lang behinderte Kinder oder sowas. Das ist noch eine ganz andere Ebene als ich, der halt ein paar Lesungen macht und ansonsten meiner gewohnten Arbeit nachgehe. Ist mir auch die ganze Zeit, fällt mir das ein. Ich habe jeden Tag hier einen ganzen kleinen Bus von Gehandicapten, der vorbeifährt. Und wenn ich überlege, ich habe Bekannte, die halt auch so ein gehandicaptes Kind haben, was gefüttert werden muss, auch im Alter von über 20 noch, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer mit der Nächstenliebe, als wenn man halt Lesungen macht. Deswegen jeder auf seine Art und der eine ist nicht besser und nicht schlechter als der andere. Aber ich ziehe halt meinen Hut für Menschen, die ihr ganzes Leben halt, die ihr Leben für andere wirklich hergeben, ne? Ihr ganzen Lebensinhalt für andere ist. Und da dürfen wir das nicht überschätzen. Die Bibel lesen ist die eine Sache, aber halt Christus leben und Christenheit leben und Christus Gebote leben und Nächstenliebe leben, das ist noch eine ganz andere Herausforderung. Ja, so viel mal eben zu dem Thema. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die lesen die Bibel, aber leben das Evangelium nicht, ne? Und man kann durchaus zum Evangelium kommen, auch ohne die Bibel zu lesen. Aber mit der Bibel zu lesen ist es halt leichter, weil man bestimmte Dinge nachschlagen kann und weil man eben viele Dinge, die in dieser Welt sind, eben auch dann an der Bibel messen kann. Aber du hast durchaus recht, es gibt durchaus Menschen, die auch sehr Heilige sind, sage ich jetzt mal. Ne? Weil die Bibel spricht ganz deutlich davon, dass diejenigen, die in Christus sind, diejenigen, die seine Kirche hier auf dieser Erde formen, das sind die Heiligen. Das sind die Lebenden, die Heilige sind, die die Bibel nicht so auf die Art und Weise gebrauchen und studieren und mit Lesungen sich beschäftigen, wie wir das tun. Aber es geht ja auch niemals darum, dass wir uns irgendwie über andere stellen wollen, weil wir diese Dinge tun. Wir tun diese Arbeit ja nicht aus uns selbst heraus, sondern wir tun diese Arbeit, weil uns der Heilige Geist dazu antreibt. Wenn der nicht die treibende Kraft hinter mir wäre, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag eine Vorrolle auf meinem Hintern rumsitzen und wäre wahrscheinlich noch nicht mal ein Christ. Aber es ist der Glaube, der mich antreibt, diese Arbeit zu machen. Und so wie ein Körper aus verschiedenen Gliedern besteht, so besteht auch die Kirche Gottes aus verschiedenen Gliedern. Und jedes Glied hat seine eigene Aufgabe. Und wenn meine Aufgabe ist, diese Lesungen zu machen und Videos zu machen und auf diese Art und Weise zu probieren, Menschen aufzuklären über die Wahrheit und sie zur Wahrheit zu bringen, die Jesus Christus ist, gibt es auch viele andere, die machen das mit anderen Dingen, wie zum Beispiel sich um behinderte Kinder oder sonstige Dinge zu kümmern oder Tiere zu versorgen oder ältere Menschen zu versorgen in Pflegeheimen und so weiter oder im Krankenhaus. Da gibt es so viele Dinge und natürlich, wir nehmen uns jetzt ganz sicher nicht irgendwo als Beispiel, an dem alles andere gemessen werden muss. Gott bewahre, ganz sicher nicht. Also ich für mich jedenfalls nicht und ich weiß von euch beiden, dass ihr das auch nicht tut. Und es gibt viele Wege, die, lasst uns mal sagen, auf der Art und Weise zu Christus führen. Aber nur Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch ihn kommen wir zum Vater. Aber der Vater gebraucht viele Wege, um die Menschen zu ihm zu ziehen. Und ob man jetzt die Bibel dabei gebraucht oder nicht, gut, das ist eine Sache. Wir sind hier in ein Leben gesetzt, Michael und auch Max. Wir haben das Glück, unser Leben so einteilen zu können, dass wir Zeit haben, um diese Lesungen zu machen. Viele Leute haben das nicht und finden auch zu Jesus Christus. Ich glaube, so sollten wir das vielleicht beschließen. Ja, deswegen auch halt den Leuten beispielsweise oder den Menschen da, die dann sagen, meine Güte, toll, dass sie das dann lesen können, dass sie das dann wissen, weil sie es jetzt in der Bibel gelesen haben, aber ich verstehe die Sprache nicht. Ich kann zum Beispiel kein Englisch. Dafür
können diejenigen, die kein Englisch können, wahrscheinlich andere Dinge besser. Das wollte ich mal damit rausstellen. Ne? Ja, das ist wahr. Ja. Es ist immer von Vorteil, verschiedene Sprachen zu sprechen, aber ich habe auch als Kind das sehr schwierig gehabt und selbst als Jugendlicher habe ich es sehr schwierig gehabt damit. Ich war nie gut in Englisch. Das ist bei mir auch erst viel später gekommen, dass ich heutzutage mehr oder weniger Englisch meine erste Sprache eine Zeit lang sogar in meinem Leben gemacht habe. Das konnte ich davor auch nicht. Aber so solche Wege nimmt nun mal das Leben. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns führt und wie er uns in die Wahrheit führt. Und bei mir hat er das so gemacht, bei dir hat er das auf eine andere Art und Weise gemacht, bei Max wieder auf eine andere Art und Weise und bei unseren Zuschauern auch, jedem auf seine Art und Weise. Wir sind eben alle Individuen, das heißt, wir sind alle verschieden. Wir sind nicht alle gleich, wir sind nicht alle dasselbe, das ist das, was die römisch-katholische Kirche predigt. Wir sind alle Individuen, aber wir sind eins in Jesus Christus. Aber nur in Jesus Christus, in der Wahrheit, die er ist und keine andere Wahrheit. Ja. Und das ist das, was in dieser ökumenischen Zeit heutzutage oftmals übersehen wird. Und mit der ökumenischen Zeit, ja, dann gehen wir wieder auf das Thema hier von eine für alle für eine Königin des Himmels zurück, weil das ist ein ökumenisches Buch. Ja, es ist ein Buch, mit dem die römisch-katholische Kirche ihre ökumenische Sicht auf die Welt versucht, den Menschen oder die Menschen damit dran zu kriegen. Und ich hatte letztens noch mal dieses eine Papier von dem, muss ich mal eben gucken, ob ich das hier noch eben finde, mal eben schauen, von dem Father Hesse. Da hatte ich ja damals das Papier gemacht, als er das Interview gegeben hat, der Father Hesse, über das ökumenische Konzil. Das weiß ich nicht, ich habe das hier irgendwo mal die letzten Tage irgendwann mal geöffnet. Jetzt muss ich nur mal sehen, dass ich das hier irgendwo finde. Das ist aber nicht so leicht. So viele Dinge geöffnet, wie ihr hier seht, und ich weiß dann den Namen gar nicht mehr davon. Aber der Father Hesse, der hat hier die der hat eine Erklärung gegeben davon, was die römisch-katholische Kirche ist oder was die Ökumene bedeutet. Das war eigentlich sehr interessant. Es wäre schön, wenn ich das jetzt hier nochmal eben finden kann, aber das finde ich hier jetzt nicht. Dann mal eben gucken, ob ich das hier finde bei meinem Word. Quote the Church. Hier ist es. Ich habe es als Word-Dokument, ich habe es nicht als PDF. Ja? Also der kanonische Anwalt, ja, also der kanonische Rechtsanwalt, also ein Doktor der Thomistik oder der thomistischen Theologie und der frühere Sekretär von Kardinal Stickler, zwischen Anführungszeichen Vater Gregory Hesse, der übrigens ein Deutscher ist, hat hier ein sehr interessantes Video, ein Interview, wo er bei 55 Minuten das Folgende sagt, Zitat: The Church is dogmatically defined as a perfect society on earth that has the purpose of teaching the gospel and saving souls by ministering to sacraments. Ich habe das, glaube ich, am letzten Sonntag gelesen. Ich glaube, da habe ich es auch übersetzt gehabt in der Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums, weil wir da ja über die Sakramente sprechen. Und das heißt im Grunde übersetzt, die Kirche ist dogmatisch definiert als eine perfekte Gesellschaft auf dieser Erde, die die Aufgabe hat, die gute Nachricht, also das Evangelium zu lehren und Seelen zu retten durch die Zudienung von Sakramenten. Ja? Und das ist ja auch etwas, was die römisch-katholische Kirche tut. Sie will, zwischen Anführungszeichen, volle Kommunion mit ihren Mitgliedern haben. Wenn man nicht in voller Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche ist, das heißt, wenn man nicht 100% Teil hat an dem Abendmahl, wie wir Protestanten das nennen, aber an der Eucharistie in der Messe mit der Transsubstantiation, dann ist man folgens der römisch-katholischen Kirche ein Ketzer. Ja. Das Interview, ich werde den Link in die Beschreibungsbox des Videos mit reinmachen, das sollte jeder sich mal angeschaut haben. Und auch hier die Erklärung dabei ist sehr interessant. Aber wie der Father Hesse hier eben die römisch-katholische Kirche beschreibt, die Aufgabe darin beschreibt, ist doch sehr interessant mal zu verstehen. Ne? Ich wiederhole es nochmal. Die Kirche ist dogmatisch erklärt als eine perfekte Gesellschaft auf Erden, als ob irgendwas auf dieser Erde perfekt wäre, die die Aufgabe hat, und das Evangelium zu lehren und Seelen zu retten, durch die Sakramente zuzudienen. Ja? Und wenn die Sakramente schon nicht biblisch sind, dann kann man eben den ganzen Rest auch vergessen. Und wir lernen in Das Doppelgesicht des Papsttums, dass die römisch-katholische Kirche von den zwei biblischen Sakramenten, die es gibt,
wenn man überhaupt von Sakramenten spricht, weil die Bibel selbst spricht nicht von Sakramenten, aber zwei heilige Handlungen, nenne ich es mal, die in der Bibel ausgeführt werden. Das ist nämlich einerseits die Taufe und andererseits das Abendmahl, von dem Jesus Christus sagt, dies tut zum Gedenken an mich. Da macht die römisch-katholische Kirche 7 von. Wir wollen da jetzt auch nicht reingehen, aber das ist eben ihre ökumenische Nachricht, die sie verteilen. Ja? Und da geht es hier in diesem Buch auch drum. Dieses Buch ist ein ökumenisches Buch. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Und deswegen ist der Satz, den der Papst hier ganz deutlich sagt, wichtig zu verstehen, wo er sagt, die Nachfolger Christi immer noch danach streben, in der Heiligkeit zu wachsen, indem sie die Sünde besiegen und so ihre Augen zu Maria erheben, anstatt zu Jesus Christus, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Vorbild für die Tugenden leuchtet. Also wenn mir als Christ irgendein Vorbild leuchtet, wenn ich diesen Ausdruck schon gebrauche, dann ist es bei mir das Licht, das leuchtet, und das Licht ist Jesus Christus. Das Licht, die Wahrheit, das Leben, das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, das Licht des Lebens überhaupt. Ja, habt ihr da noch was zu sagen oder soll ich weiter in dem Buch lesen mit dem Thema? Möge er weiterlesen. Es ist interessant, fahren die Autoren fort zu sagen, dass der Papst Maria, die er als Jungfrau und Mutter bezeichnet, als Modell für die Kirche, als Figur der Kirche und als eschatologische Endzeiterfüllung der Kirche betrachtet. Schildert die Bibel deshalb die falsche Weltkirche als Frau? Dave Hunt bietet in seinem gründlich dokumentierten Buch A Woman Rides the Beast, auf Deutsch Eine Frau reitet das Tier. Das Buch heißt, glaube ich, im Deutschen Die Frau und das Tier, wenn ich mich nicht irre. Ich kann da mal eben das Bild suchen. Ich habe nämlich das Buch habe ich hier sowieso, das ist 500 Seiten. Habe ich meiner Mutter mal gegeben, dass sie es lesen sollte. Da hat sie mal mit angefangen, fand das auch ganz toll, aber ist da irgendwo drin stecken geblieben. Hat es nicht weitergelesen. Und das Buch gibt es auch als PDF, das kann man sich gratis runterladen. Und das hier ist der Titel. Das ist also Die Frau und das Tier. Ne? Also natürlich heißt es direkt übersetzt, Woman Rides the Beast, eine Frau reitet das Tier, aber das Buch von Dave Hunt heißt Die Frau und das Tier. Aus diesem Buch lesen wir jetzt mal eine Erklärung hier. Ja. Warum wird die falsche Weltkirche als eine Frau angesehen? Auch hier habe ich gleich einen Kommentar zugeschrieben, der sehr wichtig ist. Das verstehen wir, wenn wir Jeremia 6,2 lesen, also Kapitel 6, Vers 2, zumindest in Englisch. Da steht nämlich in der englischen Bibel geschrieben, und da kommen wir leider wieder auf das Thema, was Michael gerade eben angeschnitten hat, ja, dass man halt, dass derjenige, sage ich jetzt mal, manche Dinge leichter hat zu verstehen, weil man die englische Sprache kann. Da steht in der König James Bibel geschrieben, I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Im Deutschen ist dieser selbe Vers gar nicht so verständlich. Ja? Da heißt es nämlich in der Schlachter 2000, Zitat, die liebliche und verzärtelte, die Tochter Zion, gebe ich hiermit der Vernichtung preis. Versteht ihr denselben Inhalt aus dem Text der Schlachter, den ihr versteht aus Jeremia 6,2 in der König James Bibel, meine Brüder? Seid ihr noch da? Ja, das ist ja mal wieder typische Übersetzung von Schlachter. Ne? Ich wollte auch sagen, tolles Beispiel wieder dafür, dass die Schlachter halt wirklich teilweise massiv Fehler in der Übersetzung aufzeigte. Ist doch ein total anderer Inhalt. Ich stelle die Tochter von Zion einer schönen und delikaten Frau gleich, heißt das ungefähr aus der König James ins Deutsche übersetzt. Und die deutsche Bibel sagt, die liebliche und verzärtelte, die Tochter Zion gebe ich hiermit der Vernichtung preis. Was hat das miteinander zu tun? Also ist hard to believe, wollte ich gerade sagen. Schwer zu glauben. Ich müsste echt mal nachgucken, ob, also ich kann mir da schon fast kommen. So. Also. Ja, ich habe es ja nachgeschlagen, Bruder, in der Vorbereitung. Ja. Und Jeremia 6,2 ist halt deswegen wichtig, weil wir damit verstehen, dass eine Kirche symbolisch als eine Frau dargestellt wird. Die Tochter von Zion ist die Tochter der Israeliten, ja, das ist die Kirche der Israeliten, die
Gott hier als eine delikate Frau darstellt. Und das kommt in der deutschen Schlachter so überhaupt nicht rüber. Wie gesagt, was sagt uns dieser Text? In der Bibel steht eine Frau symbolisch für eine Kirche. Wieso? Was meint die Bibel, wenn sie sich auf eine Tochter Zions denn bezieht? Ja, das Tochter Zion, das schreibt die Schlachter ja zumindest. Ne? Daughter of Zion im Englischen, Tochter von Zion, das sagt die deutsche Bibel auch. Da sagt sie zumindest das. Die Tochter Zions wird im Alten Testament mehrmals erwähnt, normalerweise in Prophezeiungen und einmal in Gedichten. Zion bedeutet Jerusalem und später Israel als das Volk Gottes. Tochter von Zion bezieht sich also nicht auf eine bestimmte Person. Es ist eine Metapher für Israel und die liebevolle, fürsorgliche und geduldige Beziehung, die Gott zu seinem auserwählten Volk hat. Tochter impliziert, dass Gott ein liebender Vater ist. Er schätzt und er liebt sein Volk, auch wenn es ihn ablehnt. Mit der Metapher Tochter Zions zeigte Gott, wie er sich für die rebellischen Israeliten fühlte. Frustriert, wütend, aber immer mit Blick auf die Zukunft, wenn die Beziehung wiederhergestellt werden würde, und er konnte wieder zu ihnen zurückkehren und sie willkommen heißen in seine Arme. Aus diesem Verständnis ist es unzweideutig, dass die Gemeinschaft Israel, siehe Genesis 32, ja, wo wir lernen, dass Jakob Israel wird, ja, Israel, der Prinz Gottes, als Frau dargestellt, die Gemeinschaft, also die Kirche Gottes auf Erden ist. Mit anderen Worten, Gottes Vertretung hier auf Erden, im Fleisch. Ja, das ist seine Kirche. Sie gibt Zeugnis von Gott. Das sehen wir auch in Daniel Kapitel 9. Entschuldigung, aber ich komme immer wieder auf Daniel Kapitel 9 zurück, wo es so wichtig ist, weil in Daniel Kapitel 9 Daniel ein Gebet spricht und Daniel sagt, Herr, wenn wir weg sind, wenn du uns verstößt, weil wir hier in der babylonischen Gefangenschaft sind, wer gibt dann Zeugnis von dir in der Welt? Du hast doch sonst gar keinen Zeugen außer uns. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Ja? Und die Frau, dargestellt als Gemeinschaft, ist die Kirche Gottes auf Erden. Im Neuen Testament ist die Glaubensgemeinschaft Jesu Christi die irdische Braut, die auf ihren himmlischen Bräutigam wartet. Und wenn Jesus Christus dann zurückkommt, dann findet die sogenannte Hochzeit statt, die Vereinigung zwischen der Kirche hier auf der Erde und Jesus Christus, der aus dem Himmel zurückkommt. Weil geschrieben steht, es ist niemand in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel gekommen ist, Jesus Christus. So viel zu diesem Thema. Michael, Max, habt ihr noch Bemerkungen zu dem, was ich hier gerade vorgelesen habe? Ich habe es extra nochmal gesucht gerade, weil ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und das ist tatsächlich so. Also nicht, dass ich dir nicht geglaubt hätte, aber ich wollte es echt mit eigenen Augen sehen. Ich weiß, dass du mir glaubst, aber die Wahrheit, die man für sich selber rausfindet, ist immer noch die Wahrheit, die einem am meisten überzeugt, nicht wahr? Ich habe ja damals bei dem Psalm schon gesagt, so, jetzt habe ich echt die Nase voll. Und das, ich glaube, meine Haltung damals bestätigt sich von Mal zu Mal. Ne? Ja. Schade. Psalm und Altes Testament generell sind ein absolutes Beispiel dafür, dass die Schlachter sehr viele Übersetzungsfehler hat, leider. Ja, das ist so. Dann viel das sind ja schon keine Fehler mehr, das sind ja Verdrehungen. Ne? Das sind ja über auch mehrere. Ja, hier, also Jeremia 6,2 ist doch total aus dem Zusammenhang genommen. Ich kann es nicht anders erklären, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, die liebliche und verzärtelte, die Tochter Zion gebe hier mit der Vernichtung preis, hat überhaupt nichts damit zu tun mit I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. Ja, und vor allen Dingen der nächste Vers in Jeremia 6,3 in Englisch hat dann eben The shepherds with their flocks shall come unto her. Ja. Ja, das kann auch nicht sein, dass da irgendwie ein Teil des Satzes irgendwie in den nächsten Satz übergeht oder vorweggenommen ist, wie wir es ja öfters haben, dass die Verse da nicht von der numerischen Nummerierung da nicht stimmen, ne? Mhm. Also das kann auch nicht sein. Aber manchmal ist es ja in den King James Bible irgendwie Chapter 52, Vers 30 und der Schlachter ist es dann halt 53,1 oder so, aber das passt hier auch nicht. Also das ist ganz klar völlig sinnentstellt. In die Irre führend, nicht wahr? Ja. Genau. Ja, schön, dass wir das noch einmal wieder festgestellt haben und dass du auch noch mal gleichzeitig das selbst gecheckt hast, Michael. Das ist immer wichtig, um das zu tun.
um eben wirklich, ja, eben alles an der Bibel zu messen und dann auch selber auf diese Wahrheit zu kommen. Nicht mir zu glauben. Seht ihr, meine lieben Zuschauer, Michael glaubt nicht blind mir, sondern er macht seine eigenen Untersuchungen in derselben Minute und kommt zu derselben Schlussfolgerung. Und das ist eben wichtig. Deswegen sagen wir immer, eure eigenen Untersuchungen anstellen und selbst die Bibel lesen ist immer so viel wichtiger, als anderen Leuten zuzuhören. Glaubt keinem Menschen, steht in der Bibel. Gut, das war also jetzt die Erklärung nochmal. Ja? Das verstehen wir unter einer Kirche, das verstehen wir unter einer Frau. Ja? Also, warum wird diese falsche Weltkirche als eine Frau angesehen? Jetzt wissen wir, warum eine Kirche als Frau angesehen wird. Auch dieses Kriterium passt, das ist immer noch ein Zitat jetzt aus Die Frau und das Tier von Dave Hunt, wie alle anderen in Offenbarung Kapitel 17, perfekt zum Vatikan. Die bei weitem prominenteste Figur im römischen Katholizismus ist eine Frau. Sie stellt alles andere in den Schatten, sogar Gott selbst. Es wird mehr für die katholische Maria gebetet und ihr wird mehr Aufmerksamkeit und Ehre zuteil als Christus und Gott zusammen. Ja, wenn man den Rosenkranz betet, betet man so und so viel Mal mehr an Maria, als man an Jesus Christus oder an den Vater Gott überhaupt betet. Es gibt tausende von Marienheiligtümern auf der ganzen Welt und hunderte von Heiligtümern für andere Heilige, aber kaum mehr als eine Handvoll kleinerer Heiligtümer für Christus selbst. Christus braucht auch keine Heiligtümer auf dieser Welt. Christus braucht Anbetung im Geist und in Wahrheit. Das ist das, was er fordert. Das ist das, was der Vater fordert und nicht irgendwelche Kapellen für ihn bauen oder irgendwas in der Richtung. So, aber das Gefährliche bei dem, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, und ich hoffe, ihr habt es bemerkt, ist, dass Dave Hunt hier die Erklärung der römisch-katholischen Kirche klaglos übernimmt. Er sagt, warum wird die falsche Weltkirche als eine Frau angesehen? Dann haben wir gerade erklärt, warum eine Frau symbolisch, hier nochmal in groß geschrieben, mit Großbuchstaben, eine Frau symbolisch für eine Kirche steht. Und jetzt sagt er, die bei weitem prominenteste Figur im römischen Katholizismus ist eine Frau. Und hiermit beruft er sich auf die Himmelskönigin. So, und das ist dann wieder ein Weggehen von dem Verständnis, dass eine Frau eben symbolisch für die Kirche steht. Hier wird jetzt Maria mit der Kirche nicht nur gleichgestellt, sondern sie wird da drüber gestellt und wir werden sehen im weiteren Verlauf, auch die Autoren gehen hier in den Irrtum mit rein, die Autoren vermixen hier die römisch-katholische Kirche mit der Frau, vor allen Dingen in der Prophezeiung im Buch der Offenbarung. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Kapitel und Unterkapitel, das wir hier und heute lesen und wahrscheinlich auch in der nächsten Sendung noch lesen werden, weil ich glaube kaum, jetzt auf Seite 5 zu sein, dass wir durch das ganze Kapitel durchkommen. Ja? Nach dem Zitat von Dave Hunt lesen wir weiter und die Autoren sagen, wenn diese Erklärung die richtige ist, dann sollten wir viele zusätzliche Hinweise finden, die zeigen, dass die Königin des Himmels die energetisierende Kraft hinter der falschen Kirche ist. Na, die Königin des Himmels ist nicht die energetisierende Kraft hinter der falschen Kirche, weil in Offenbarung Kapitel 13 steht es deutlich genug geschrieben, der Drache gab dem Tier seine Kraft, seine Autorität und seinen Sitz. Ja, das sind die drei Dinge, die da in Offenbarung Kapitel 13 in den ersten Versen stehen. Und der Teufel gebraucht die Königin des Himmels, aber es ist immer der Teufel. Man muss immer den Verdächtigen beim Namen nennen. Die Königin des Himmels ist nur eine Scheinfigur, hinter der sich Satan verbirgt. Also nennen wir doch den Schuldigen beim Namen. Satan. Die große Hure treibt Unzucht, ist das nächste Kapitel. Und hiermit müssen wir natürlich verstehen, dass mit der Hure eine abtrünnige Frau gemeint ist. Und da eine Frau symbolisch für eine Kirche steht, also eine abtrünnige Kirche. Und das bringt uns dann zur römisch-katholischen Kirche. Sie ist abtrünnig, weil sie nicht die Lehre der Bibel folgt, weil sie nicht dem Wort Gottes folgt. Wenn die Erscheinung Mariens, die sich in unserer Zeit manifestiert, dämonisch ist, dann würde die Bibel sie zu Recht als Hure bezeichnen.
Auch hier gehen wir kurz in einen Kommentar hinein. Wir müssen hier verstehen, dass die römisch-katholische Kirche, die eine Hure ist, all ihre Macht einsetzt, um Menschen vom wahren Glauben abzubringen. Dafür setzt sie die Maria, die eigentlich die Himmelskönigin ist, ein. Sie ist also Mittel zum Zweck. Diese Maria ist aber keine Hure im biblischen Sinne, denn sie ist keine Kirche. Er ist das Bild aus Offenbarung 13. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Man muss sehr vorsichtig sein mit diesem Kapitel, weil die Autoren, nicht nur Dave Hunt in dem Artikel gerade eben, sondern auch die Autoren, der Jim Tetlow, Roger Oakland und Brad Myers, die das Buch im Original geschrieben haben, hier die Himmelskönigin und die Kirche miteinander vermischen. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen habe ich hier verschiedene Kommentare beigeschrieben. Also, wir müssen es gut verstehen. Also nochmal, wir müssen hier verstehen, dass die römisch-katholische Kirche eine Hure ist, die all ihre Macht einsetzt, um Menschen vom wahren Glauben abzubringen. Dafür setzt sie die Maria als Mittel zum Zweck ein, die eigentlich die Himmelskönigin ist. Diese ist aber keine Hure im biblischen Sinne, die Himmelskönigin, denn sie ist eher das Bild aus Offenbarung 13. So ist zumindest mein Verständnis davon. Offenbarung 13, Vers 14 sagt, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Nun werden wahrscheinlich viele Leute aufschreien und sagen von, ach Jörg, das ist doch so einfach, das macht man heute mit künstlicher Intelligenz. Wir werden irgendwann zu Robotern niederknien und die anbeten müssen, oder wir werden das Bild nehmen der Königin des Himmels. Mein Verständnis davon ist, dass dem Bild des Tieres hier ein Geist verliehen wird. Ja, natürlich wird dem ein Geist verliehen. Wir wissen ja auch, dass Dämonen sind ja auch Geister, sind halt gefallene Geister, gefallene Engel. Ja? Dem Bild des Tieres wird also eine Art, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Leben verliehen, so dass es dann sogar redete und dadurch Menschen überzeugte, es anzubeten. Und die, die es nicht anbeten, die werden getötet. So steht es in der Bibel geschrieben. Und mein Verständnis ist das gerade eben an euch erklärt. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt Bruder Michael und Max mir darin folgen können oder verstehen können, warum ich das so sehe. Oder wie sie das dann vielleicht anders sehen. Was sagt ihr denn zu diesem Kommentar, den ich hier geschrieben habe und zu der Erklärung über das Bild des Tieres aus Offenbarung 13? Ja, das ist in der heutigen Zeit mit Television ja schon sehr interessant, wenn man halt ein Bild anbetet. Ne? Weil die Menschen glauben, dass das, was sie da auf dem Bild sehen oder auf dem Fernseher Bildschirm sehen, heißt der Bildschirm. Ne? Dass das dann halt alles dann wirklich so ist und dass es dann so viele Menschen nicht irren können und dass es dann wohl an dem ist, was man da so erzählt bekommt. Ne? Damit man sich dann halt auch danach richtet in den Nachrichten. Deswegen finde ich dieses Bild des Tieres, wenn ich mir immer die Reminiszenz überlege, Bildschirm, sehr, sehr interessant. Ja, und diese Marienerscheinungen haben ja auch irgendwas mit dem Bildschirm zu tun. Ne? Wenn man das sieht, was da in dem Clip am Ende kommt, diese Erscheinung von Zaitun, die da eingefangen wurde, ist ja auch nicht so weit anders. Ne? Ist ja, wie ich schon sagte, Blue-Beam-Technik oder welche Technik auch immer dahinter steckt, hat ja auch sowas mit einem Bild zu sehen, das man sieht. Ne? Bildschirm, wie du sagst, ob das jetzt auf dem Schirm ist oder ob das ein freischwebendes Bild ist. Wenn ihm die Macht verliehen ist, wenn ihm Satan die Macht über die materiellen Dinge verliehen ist, dann hat er letzten Endes auch die Macht, dementsprechend Dinge in der Materie zu verändern und Bilder zu generieren. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja, dem stimme ich zu. Max, hast du da auch noch etwas zu sagen? Nee, jetzt nicht direkt. Nee, das habt ihr schon ganz gut erklärt. Okay, Max nimmt heute eine Schweigestunde und ist nächstes Mal wieder voll dabei. Also, wenn die Erscheinung Mariens, die sich in unserer Zeit manifestiert, dämonisch ist, dann würde die Bibel sie zu Recht als Hure bezeichnen. Sie ist im Namen Christi gekommen, aber sie zieht Anhänger aufgrund ihres falschen Evangeliums und ihrer trügerischen Botschaften an.
Na, dann ist sie auch nicht im Namen Christi gekommen, sondern dann ist sie im Namen eines falschen Christ gekommen. Und Christus hat ja gesagt, er warnt davor, wenn jemand zu euch sagt, hier ist Christ auf dort, glaubt es nicht. Sie hat geistliche Unzucht gegen den Herrn getrieben und ist daher die größte aller Huren. Wir lesen in den ersten beiden Versen von Offenbarung Kapitel 17, Zitat, komm hierher, ich will dir das Urteil der großen Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt. Mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben. Jeder, der mit Anhängern Mariens gesprochen hat, weiß, dass die wahrhaft frommen Anhänger nicht einmal die Möglichkeit diskutieren werden, dass die Erscheinungen nicht von Gott sind. Das hatten wir im vorigen Kapitel lang und breit auseinandergesetzt. Diese treuen Anhänger Mariens werden regelrecht durch ihre Lügen verführt. Sie kommen von überall her, aus buchstäblich vielen Wassern und begehen unwissentlich geistige Unzucht. Geistige Unzucht würde zu Recht das Verhalten einer Person beschreiben, die behauptet, dem Jesus der Bibel zu folgen, aber stattdessen der Königin des Himmels folgt. Nun, die gute Nachricht ist, dass uns vom ersten Vers an gesagt wird, dass sie gerichtet werden wird. Der goldene Becher voller Gräuel. Die Bibel setzt ihre Beschreibung dieser Frau fort. So lesen wir in Offenbarung 17, Vers 4, Zitat, die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräueln und Unreinheit ihrer Hurerei. Die Beschreibung hier ist eine Beschreibung des Königtums. Die Frau ist eine Königin mit großer Herrlichkeit und Pracht. Also, wir verstehen hier, wir sprechen von einer Kirche. Ja? Die Kirche ist eine Königin mit großer Herrlichkeit und Pracht. Ja, ich kann jetzt hier Bilder vom Vatikan rausgraben, aber das könnt ihr auch selbst machen. Da ist Gold über Gold über Gold und Edelstein und alles andere. Reichtum unermesslich. Ja? Die Frau, also die Kirche, ist eine Königin mit großer Herrlichkeit und Pracht. Die Erscheinung dann wieder, jetzt sprechen wir wieder von Maria, behauptet Königin zu sein und Seher sagen uns, Seher, da wissen wir auch, was Gott darüber sagt, dass sie, wenn sie erscheint, mit jeder strahlenden Pracht geschmückt ist. Die Beschreibung passt perfekt. Der goldene Becher voller Gräuel passt ebenso perfekt. Der goldene Becher kann sich auf das Instrument der Eucharistie beziehen. Er ist voller Gräuel, weil die Eucharistie das vollendete Werk Christi am Kreuz leugnet und die Buße verewigt, indem sie Christus während jeder Messe immer und immer wieder neu opfert. Dieses falsche Evangelium ist Gott ein Gräuel, weil es die Endgültigkeit von Christi einstmaligem Sühnewerk am Kreuz leugnet. Seine letzten Worte waren, es ist vollbracht. Ja, das hatte einen Grund, dass er das gesagt hat. Der goldene Kelch voller Gräuel deutet auch auf Götzendienst hin, der oft durch die Erscheinung Mariens gefördert wird. Sie ermutigt nicht nur ihre Anhänger, sich vor ihren Schatten zu verneigen, sondern fordert sie auch auf, sich vor ihr zu verneigen und die Eucharistie anzubeten. Die Eucharistie anzubeten. Wie macht man das? Zum Beispiel durch eine Monstranz. Da nehme ich nochmal eben das Bild bei. Es gibt ja immer wieder neue Zuschauer, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder noch nicht gehört haben und da nicht so bekannt mit sind. Dann schauen wir uns mal eben eine Monstranz an. Was ist eine Monstranz? Wir nehmen erstmal dieses Bild. Das spricht sehr symbolisch, allein schon wegen der Sonne, die da hinten durchscheint. Eine Monstranz ist also so eine Halterung, die die Form hat einer Sonne, eines Sonnensymbols, und darin wird die Eucharistie, also das ist das Brot, ne, die Oblate der Eucharistie gemacht, und dann wird das auch noch so gestellt, dass das Sonnenlicht da durchscheint. Und diese Eucharistie wird dann angebetet. Ja. Es gibt Ritter der Eucharistie, ja, zum Beispiel war George W. Bush, also der
nicht der jetzt verstorbene Vater, sondern der Sohn ist so einer, Ritter der Eucharistie, der gehört dem Orden an. Das ist sehr stark verbunden mit der Order von Skull and Bones, die ihr ja wahrscheinlich kennt, von der Yale University mit dem Zeichen 322, ne, die gekreuzten Knochen, die ja auch ein antichristliches Symbol sind. Und die meisten Mitglieder davon sind eben auch Ritter der Eucharistie. Und das ist genau das, was hiermit gemeint ist. Ne? Also das ist die Monstranz. Hier haben wir noch ein anderes Bild von der Monstranz. Da kann man es vielleicht noch ein kleines bisschen besser sehen. Und so versteht ihr, was das ist. Es ist ja nun nicht besonders etwas, glaube ich, das versteht jeder, dass das nicht etwas ist, was Jesus Christus jetzt sagt von, betet so etwas an. Ne? Das zweite Gebot sagt, dass wir uns keine Abbildung, keine Symbole von irgendetwas machen sollen, was im Himmel ist, was auf der Erde ist oder was im Wasser unter der Erde ist, dass wir uns nicht zu ihnen niederknien sollen oder verneigen. Und dass wir sie nicht anbeten sollen, das sagt das zweite Gebot. Da ist die römisch-katholische Kirche eben anders in ihrer Lehre. Okay, fahren wir fort. Darüber hinaus ist es der eucharistische Jesus. Ja, jetzt muss ich nochmal eine kleine Erklärung geben. Was ist denn der eucharistische Jesus? Das versteht jetzt auch nicht jeder. Ich will euch ja gerne helfen, das richtig zu verstehen. Der römisch-katholische Priester nimmt das Brot, also diese Oblate, die hier in dieser Monstranz ist, er nimmt dieses Brot und spricht die Worte, die lateinischen Hokuspokus-Worte, hoc est corpus enim meum, und verwandelt damit mit dieser Formel der Transsubstantiation, der Wesensveränderung, dieses Stück Oblate in den Leib und die Seele, das Fleisch und das Blut, die Menschlichkeit und die Göttlichkeit von Jesu Christi und befiehlt Jesu Christi aus dem Himmel, wo er neben dem Vater auf dem Thron sitzt, in diese Monstranz, in das Brot hinein. Und das Brot verändert sich in die wahre Substanz Jesu Christi. Das, meine Lieben, ist der eucharistische Jesus, den die römisch-katholische Kirche lehrt, den die römisch-katholische Kirche predigt. Und wenn ihr dieses Dogma nicht akzeptiert, dann seid ihr verflucht. So ist es festgeschrieben im Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563. Darüber hinaus ist also der eucharistische Jesus, von dem die Königin sagt, dass sie ihn einführen wird. Tatsächlich erscheint in Rom eine andauernde Erscheinung, die als die Mutter der Eucharistie bekannt ist, mit einem goldenen Kelch in der königlichen Hand und verkündet, dass sie und der eucharistische Jesus die Geschichte abschließen werden. Das folgende Zitat von der in Rom erscheinenden Mutter der Eucharistie fasst den Zweck ihrer Manifestation zusammen. Zitat: Alle Botschaften kommen von Gott. Und überall, wo ich erscheine, spreche ich über dieselben Dinge. Denn durch den Triumph der Eucharistie will die Mutter, dass alle Kirchen wieder vereint werden, damit es nur eine Kirche für alle Menschen gibt. Und mit dieser Aussage, die wir hier von der in Rom erscheinenden Mutter der Eucharistie gerade eben gelesen haben, fassen wir das ganze Buch zusammen. Denn es steht ja hier deutlich geschrieben: Der Plan der Marienerscheinungen, alle Weltreligionen unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Was steht hier? Alle Botschaften kommen von Gott. Ja, aber es steht ja nicht bei, von welchem Gott. Also nehmen wir hier mal an, dass es natürlich der Gott der Welt ist, der Weltzeit und nicht unser Elohim im Himmel. Und überall, wo ich erscheine, sagt diese Mutter der Eucharistie, spreche ich über dieselben Dinge, denn durch den Triumph der Eucharistie will die Mutter, dass alle Kirchen wieder vereint werden, damit es nur eine Kirche für alle Menschen gibt. Ergo der Satz, den wir hier auf dem Umschlag des Buches lesen. So ist es. Die Erscheinung Mariens erfolgt in Form einer Königin, die in Pracht gekleidet ist und den Gläubigen befiehlt, am Opfer der Messe teilzunehmen. Opfer der Messe! Jesus Christus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er war das einzige Opfer, das jemals überhaupt gezählt hat. Es gab keine anderen Opfer, die Gott jemals akzeptiert hat. Nur das Opfer Jesu Christi.
und die römisch-katholische Kirche opfert ihn in Form der Oblate immer und immer und immer wieder. Die Erscheinung Mariens erfolgt in Form einer Königin, die in Pracht gekleidet ist und den Gläubigen befiehlt, am Opfer der Messe teilzunehmen, das mit dem goldenen Kelch, der die Eucharistie enthält, vollbracht wird. So interpretiert der Expositor's Bible Commentary, also der Bibelkommentar des Auslegers, Offenbarung 17, Vers 4, Zitat. In königliches Gewand gekleidet, wie wir in Hesekiel Kapitel 16, Vers 13 und Offenbarung 18, Vers 7 lesen, reitet die Frau auf dem Tier und hält in ihrer Hand einen goldenen Becher, gefüllt mit ihren götzendienerischen Gräueln und ihrer Bosheit. Beachten Sie den Kontrast, Schönheit und grobe Bosheit. Der mit Wein gefüllte goldene Becher spielt auf Jeremias Beschreibung des weltweiten Einflusses Babylons auf den Götzendienst an in Jeremia Kapitel 51, Vers 7. Schmutz oder das hebräische Wort Akatarta, Unreinheit, ist ein Wort, das griechische Wort Akatarta, Unreinheit, ist ein Wort, das im Neuen Testament häufig mit bösen, also unreinen Geistern, zum Beispiel Matthäus Kapitel 10, Vers 1 und 12, 43 und auch mit Götzendienst im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17 in Verbindung gebracht wird. Ende des Zitats. Zusätzlich ist die Erklärung dieser Verse in The New International Greek Testament Commentary, also einem Kommentar zum neuen internationalen griechischen Testament, erhellend. Zitat aus diesem Werk. Es ist auch zu beobachten, dass der berauschende Einfluss, berauschend, ja, eine Täuschung der Menschen beinhaltet, sodass sie sich mit der Götzenanbetung abfinden. Dieses Verständnis wird durch den Schlusssatz von Offenbarung Kapitel 17, Vers 4 bestätigt, der davon spricht, dass der Becher voll von Gräueln und oder sogar den unreinen Dingen der Hurerei ist. Es sollte schließlich daran erinnert werden, dass sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament, einschließlich Johannes, die Dämonen hinter Götzen sehen. Nochmals. Als Abschluss und zur Verdeutlichung. Die Marienerscheinung ist nicht die Hure aus Offenbarung, aber diese, nämlich die römisch-katholische Kirche, gebraucht die Erscheinung, der sie geweiht ist, um durch sie die Welt zu verführen. Die Autoren sind hier im Fehler, wenn sie die Hure aus Offenbarung der Marienerscheinung zuordnen. Und das war der Punkt, den ich die ganze Zeit hier probiert habe zu machen, der hoffe ich, auch einigermaßen klar geworden ist und der uns zum Abschluss der Lesung heute, der 39. dieses Buches bringt. Und wie ihr gesehen habt, haben wir noch einige Seiten im Kapitel 7 vor uns. Danach kommen noch drei wahnsinnig interessante Kapitel, Nummer 8, Nummer 9 und Nummer 10. Der Max ist also noch versichert, ein wenig Arbeit in der Zukunft damit zu haben. Und deswegen möchte ich auch gerne jetzt dem Max und dem Michael, meinen beiden mich begleitenden Brüdern bei dieser Lesung, das abschließende Wort zur Lesung heute erteilen. Erst Michael und dann Max, bitteschön. Ja, vielen Dank fürs Lesen, Jörg, und vielen Dank dafür, dass wir das jetzt hier so noch gut hingekriegt haben. Ich hatte am Anfang gedacht, oh, wir werden da selber abdriften, aber hat ja noch funktioniert. Aber das mit diesen ganzen Marienerscheinungen, das erinnert mich an einen Vers aus der Bibel, wo ich gerade gedacht habe, naja gut, erst wird Maximilian was dazu sagen, aber jetzt, ich suche nämlich gerade, das steht nämlich, da glaube ich, im 2. Thessaloniker, ne, eine Form der Verführung, um nötigenfalls sogar die Auserwählten zu verführen. Ich muss gerade mal schauen, wo ich das finde in der Bibel. Ich glaube nicht, dass es im 2. Thessaloniker hier, steht. Hier, ich weiß, hier, was du Matthäus 24, 24 ist es. Genau, ja. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und es werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und das sind für mich große Zeichen und Wunder. Ja, absolut. Dem kann ich 100% nur zustimmen. Ja. Ich denke, im 2. Thessaloniker steht es etwas ähnlich, so nach dem Motto, da zu es muss, Moment, ich hab's gar nicht. Im 2. Thessaloniker steht was von dem Abfall, ne? Dass erst der Abfall kommen muss. Aber das bezieht sich ja auf den Abfall der Urkirche.
wenn dann die römisch-katholische Kirche kommt und dann der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, der Antichrist offenbart wird. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Da ist es wieder mit dem Verführen, das meine ich so. Ich hatte irgendwas mit Verführen, ja, ja. Verführen und 2. Thessaloniker im Kopf. Das kommt an vielen Stellen im Neuen Testament vor. Das sagt Jesus, das sagt Paulus, ich glaube, das sagt sogar Petrus mal. Und hier steht es nochmal, also im 2. Thessaloniker steht es dann doch so ungefähr, also 2. Thessaloniker 2,9, ihn, nee, muss man anders lesen, fängt an bei 8, dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, also der Gesetzlose, ja, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Ja, das ist im Grunde eine Referenz auf später Offenbarung 13, ne? Ja, und alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Damit sind wir schon wieder bei Jesus Christus. Also weil sie die Liebe zu Jesus Christus nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Richtig. Ja. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich der Satz, den ich gesucht habe. Also 2. Thessaloniker 2,11. Ja, 2. Thessaloniker Kapitel 2 habe ich ja schon so oft angeholt, als eines der absolut wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel überhaupt. Ne? Mhm. Was das Thema des Antichristen und des Abfalls und des Betrugs angeht. Ne? Ja. Schön, Michael, hast du sehr gut rausgesucht. Ja, danke dafür. Dann glaube ich, ich habe jetzt sonst nichts, also ich hätte jetzt noch viele Kommentare zu der Lesung, aber ich denke, das spare ich mir dann für die nächste Lesung auf, wenn mir dann nichts mehr einfällt. Na gut, okay. Dann wollen wir hören, ob der Max uns vielleicht noch was zum Ende dieser Sendung zu sagen hat. Ja, vielen Dank für die Lesung, Jörg. Ich war heute auch eher so ein bisschen passiver dabei, sage ich mal. Ist ja nicht weiter wild, Bruder, ist ja nicht weiter wild. Ja, denke ich mir auch. Was mir auf jeden Fall wieder aufgefallen ist, ist, dass die Schlachter doch wirklich mit Vorsicht zu genießen ist, an vielen Stellen. Ich habe mir selbst mal auf die Fahnen geschrieben, dass ich, wenn ich Bibel studiere oder lese, das nur noch im Englischen mit der King James Version mache, muss aber zugestehen, dass das meistens doch noch nicht der Fall ist, dass ich also immer noch die Schlachter gebrauche hauptsächlich, weil es Bequemlichkeit, bequemer ist, ne? Mhm. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich vorgenommen, dann, wenn ich jetzt mal die Bibel auch weiter studiere, dann immer das auch im Englischen zu tun, damit ich also auch der englischen Sprache, der King James Version, irgendwie vertrauter werde, sodass ich es mal gut verstehen und lesen kann, damit ich auch mal diese Bequemlichkeit irgendwann mal ausgemerzt kriege. Aber ja, bislang ist es noch nicht passiert. Es zeigt mir nur mal wieder, wie wichtig es auch ist, die Bibel stets dann auch mit der King James Version zu vergleichen. Das tue ich sicherlich auch, wenn eine Bibelstelle auftaucht, die vom Verständnis ja nicht so leicht zu verstehen ist. Dann ist es doch erstaunlich, wie erhellend dann der Einblick ist, den man erhält, wenn man dann in die englischsprachige Bibel schaut. Es ist halt doch sehr schade festzustellen, dass noch so viele massive Fehler hier und da sind. Und ich habe jetzt selbst zum Abschluss nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das war mir noch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, immer schön alles auch stets mit der King James Version abzugleichen, wenn mal irgendwie Fragen auftauchen oder wenn etwas unklar ist. Und ich freue mich auf die nächste Lesung. Wir hatten heute viele gute Punkte, auch sicher biblisch begründet, auch mit Michaels Kommentar. Dafür nochmal herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste Lesung. Bis nächstes Mal. Ja, dann lasst uns doch ganz einfach mit dem Satz enden, dass wir den Menschen gerne anbefehlen wollen, ihre Bibel zu lesen und dass wir für jeden beten, dass er durch das Bibellesen in die Wahrheit kommt und noch durch die richtige Bibel zu lesen und entweder, weil ihm auch hier auf dieser Erde vom Heiligen Geist geholfen wird, andere Sprachen zu verstehen, die englische Bibel zu lesen oder eben eine so am besten möglichen übersetzte ins deutsche Bibel. Und wenn da Diskrepanzen aufkommen, dass sie hier und da vielleicht doch den Weg finden, um das eben alles zu vergleichen und zu sehen, dass sie zum wahren Wort Gottes kommen. Das leider in der deutschen Sprache so unglaublich viel verfälscht ist. Aber es ist und bleibt unser ewiger Aufruf, nicht nur Bücher wie Eine für alle, Alle für eine zu lesen, Romanismus und die Reformation zu lesen,
der Endzeit waren und ähnliche Bücher zu lesen oder die Bücher von James Edgar Wiley, das Doppelgesicht des Papsttums und solche Dinge, sondern vor allen Dingen die Bibel hochzuhalten, in der das Licht der Welt ist, Jesus Christus für uns. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er offenbart sich uns in seinem Wort, und das ist die Bibel. Und je besser wir die verstehen, desto besser verstehen wir ihn. Je besser wir die Bibel kennen, desto besser kennen wir Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus kennen, dann können wir den Antichristen ganz leicht identifizieren und seine Falschlehre in dieser Welt ausmachen und das Gute behalten und das Schlechte wegwerfen. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ich bin ein Superman, ich bin ein Superman.